Ich bin beruflich sehr viel unterwegs und habe die Welt gesehen. Der Moment, wo man dann wieder nach Tirol zurückkehrt, ist immer sehr bewegend. Es ist was Spezielles. Im Tiroler ist so viel Tirol drin, wie man vernünftig reinbacken kann. Also es ist ein Tiroler Holunderbeerschnaps. Der Schnaps ist da ganz tief verankert in unserer Kultur. Und auch der Sinn für Qualität, also nicht das billige, schnelle, sondern wenn man was genießt, dann will man das mit allen Sinnen ergreifen. Ja. Und dadurch ist der Schnaps nicht nur irgendein Getränk, ein alkoholisches, sondern ein echtes Kulturgut. Tiroler ist ein Brückenschlag zwischen der Tradition und der Moderne, die stattfindet. Ihr könntet sehr viel über die Qualität von einem Holunderbeerschnaps reden, über das bärige Aroma, den milden Abgang. Aber das trifft nicht den Kern der Idee. Den richtigen Wert erkennt man, wenn man die Schachtel in der Hand hat und wenn man die Produkte, die man darin vorfindet, wieder mit den Erinnerungen verknüpft. Den Erlebnissen beim Schnapstrinken, wenn man gefeiert hat, wie aus dem Sie du geworden ist und dann ein ehrliches Gesundheit oder ein Prost sich gewünscht hat. Und dann daraus lernt, dass das etwas ist, was man sich gerne nach Hause holt. Also für mich speziell ist der Holunder ein fixer Bestandteil meiner Freizeitgestaltung. Ja. Und das habe ich mir jetzt auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, den Holunderanbau wieder salonreif zu machen, daraus Produkte zu machen und dadurch dann wirklich eine uralte Tiroler Tradition wieder aufnimmt. Das Fundament ist das Traditionelle und darauf aufbauen tut das Moderne. Und da fällt mir auch ein Zitat ein: In einer globalisierten Welt zählt plötzlich die Heimat wieder.